Was geht ab, meine Krypto-Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video nehme ich mal einen US-Prof auseinander. Ja? Es handelt sich um Steve Hanke. Er ist Ökonom an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Johns Hopkins Universität. Und ich möchte euch mal zeigen, dass hier auch Profs daneben liegen können mit ihrer Einschätzung. Und deswegen ist es so wichtig, dass du selbst Verantwortung übernimmst, die makroökonomischen Zusammenhänge zu verstehen, weil sonst schaust du dir den einen an, dann den anderen an und lässt dich komplett verwirren. Du musst es am Ende einschätzen können. Ja? Und nur weil jemand Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Johns Hopkins Universität ist, heißt es noch lange nicht, dass er die Daten richtig einschätzt. Und ich werde dir in diesem Video auch zeigen, warum. So, schau mal direkt rein. Und hier ist David Lin auf der linken Seite im Interview mit Steve Hanke, auf der rechten Seite Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Johns Hopkins Universität. Und David Lin fragt hier den Professor im Hinblick auf die starken Arbeitsmarktdaten aus den USA, die ja letzte Woche rausgekommen sind, weil Professor Hanke hat schon für 2023 eine Rezession prognostiziert und die ist nicht gekommen. Und jetzt hören wir uns an, was er dazu sagt. CNN used the words shockingly good jobs report. Would you say it was shockingly good? Were you shocked, Professor? I wasn't necessarily shocked because it was a good report, but I wasn't shocked because those series are quite volatile. They go up and down, up and down, up and down. And a lot of times the consensus just misses the mark on them, which they've done the last 2 months. The consensus underestimated the jobs that were going to be created, and so that's where we're at. Now the Fed, of course, the thing to me that's interesting, this simply means that the Fed will probably wait too long to pivot. And why I'm saying this is that the money supply. Also hier ist jetzt schon der erste Fehler, den er macht. Er sagt, weil der Arbeitsmarkt stark ist, wird die US-Notenbank sich viel zu viel Zeit zu lassen, bis sie anfängt, die Zinsen zu senken, weil der Arbeitsmarkt ist ja brutal stark. So, jetzt muss man sagen, was ist das Ziel der US-Notenbank? Ziel der US-Notenbank ist, die Inflation runterzubekommen. Das heißt, die US-Notenbank will nicht den Arbeitsmarkt runterbekommen, sondern sie will die Inflation runterbekommen. Und die Inflation geht ja schon extrem nach unten. Und dementsprechend wird die US-Notenbank sich nach der Inflation ausrichten und nicht hier nach einem Arbeitsmarkt, der hier zuerst runterkommen soll. Im Idealfall bleibt der Arbeitsmarkt stark und die Inflation läuft zurück. Das ist das Ziel der Fed. So, dann würde ich sagen, schauen wir hier weiter. Wait too long to pivot. And why I'm saying this is that the money supply is contracting now at an unprecedented rate. And the Fed should already be pivoting because. Ja, also lass mal die Werbung hier mal durchlaufen. Worauf geht er jetzt im Prinzip ein? Er sagt im Prinzip, naja, die US-Notenbank, die ist ja schon dabei, quasi die Geldmenge zu reduzieren, ja, und er geht hier auf diesen Chart im Prinzip ein, ja, das ist die Geldmenge der US-Notenbank. Ja, das stimmt, das macht sie zwar brutto, aber wir wollen auf die Netto-Betrachtung schauen und den Chart habe ich euch ja immer wieder gezeigt. Netto gesehen erhöht die US-Notenbank seit quasi, ja, ich sag mal, über einem Jahr die Liquidität, ja, und das muss man halt sehen, ja, das heißt, die Liquidität, die Geldmenge wird hochgefahren und nicht runtergefahren, die US-Notenbank spült Liquidität in die Märkte und zieht sie an der Stelle gar nicht raus, ja, schon der erste Fehler von ihm, okay, ja, wir werden jetzt uns das Ganze weiter anschauen, was er dazu sagt. Kleinen Moment, ich mache es wieder laut. Contraction in the money supply, not only, of course, is,
has put the cap on inflation, and that story is history in my view. So, sagt jetzt im Prinzip, naja, weil die Geldmenge ja reduziert wurde, ist die Inflation zurückgegangen. Ja, das hat sicher dazu beigetragen, aber ein viel größerer Faktor ist im Prinzip die Lieferkettenproblematik gewesen, ja, und vor allem auch die Energiepreisschocks, ja, wo die Energiepreise, du erinnerst dich wahrscheinlich, vor anderthalb, zwei Jahren im Prinzip mit dem Ukraine-Krieg durch die Gegend, durch die Decke geschossen sind und auch während Corona die Lieferketten schon nicht funktioniert haben und während dem Ukraine-Krieg es zusätzliche Probleme gab. Und da ist dann die Inflation ordentlich durch die Decke geschossen. Ja? Also hier zu sagen, dass quasi nur die Geldmenge verantwortlich für die hohen Inflationsraten, also die expansive Geldpolitik ist, ist an der Stelle nicht richtig. Sagt hier im Prinzip, alleiniger Faktor oder nahezu der Hauptfaktor für die Inflation ist die Geldmengenausweitung. Ja, sie trägt dazu bei, aber in den letzten Jahren waren es vor allem die Lieferengpässe und die Energiepreisschocks. Schau mal weiter. And it simply is going to lead to a slowdown eventually in the economy. These things are baked in the cake in the sense that a year and a half or 2 years ago, the slowdown in inflation and the economy were baked in the cake because that's when the money supply started contracting. Ja, also sagt jetzt im Prinzip, weil vor anderthalb Jahren hier im Prinzip die Geldmenge der US-Notenbank angefangen hat zurückzugehen, genau deswegen ist die Inflation zurückgegangen. Stimmt einfach nicht, weil die US-Notenbank hier Liquidität weiter in die Märkte gespült hat. Ja, und immer wenn Liquidität in die Märkte gespült wird, dann erhöht das eher die Inflationsrate. Also müssen wir uns die Frage stellen, was hat denn so einen Druck auf die Inflation ausgeübt, dass sie so extrem stark abgefallen ist? Und es ist im Prinzip ganz einfach. Es ist natürlich in dem Zusammenhang die Lieferkettenproblematik, die sich aufgelöst hat nach Corona und vor allem auch ja, nach dem Ukraine-Krieg, da eben die Lieferketten sich verändert haben und inzwischen eingespielt haben. Und der zweite Punkt ist, dass die Energiepreise schon längst wieder zurückgekommen sind. Ja, das heißt, der Ölpreis, die Gaspreise sind alle wieder unten und dementsprechend geht auch die Inflation nach unten. Und die Erzeugerpreise sind ja stark im negativen Bereich. Die werden sogar dazu führen, dass die Inflation noch weiter zurückgehen wird. Ja. Natürlich hat die US-Notenbank hier anfangs durch die Geldmenge oder durch das Zurückfahren der der Bilanz eben angefangen, hier weiter eben zu unterstützen, dass die Inflation zurückgeht. Aber durch die Nettoliquidität, die dann quasi seit 12, 18 Monaten in die Märkte fließt, wurde das im Prinzip konterkariert. Das heißt, die wesentlichen Einflüsse ist hier in den letzten Monaten sind nicht durch die Liquiditätssteuerung der US-Notenbank, sondern durch die Lieferkettenproblematik und die fallenden Energiepreise. Okay, schauen wir weiter rein. You have a contraction in the money supply and what happens? Well, you get a big long variable lag of 6 to 18 months. Sometimes it can even run up to, you know, 2 years, 2.5 years, something like that. Ja, also jetzt widerspricht er sich selbst. Eben hat er gesagt, ja, weil die weil die Geldmenge ja hier vor ja, knapp 2 Jahren angefangen hat zurückzugehen, ist die Inflation zurückgegangen. Jetzt sagt er im Prinzip, ja, weil die Geldmenge hier zurückgegangen ist, dauert es in der Regel 12 bis 18 Monate, bis dann auch die Inflation zurückgeht. Und deswegen dauert es noch, bis die Rezession kommt im Prinzip, ja. Get a change in economic activity, but you'll get it eventually, and we'll get it by the end of this year, 2024. So, im Prinzip sagt jetzt, okay, 2023 ist die Rezession in den USA nicht gekommen,
Und er denkt jetzt, es verschiebt sich einfach nur, die Inflation kommt Ende 2024. Warum? Weil er eben nur auf die Geldmenge schaut, die hier reduziert wurde. Er hat aber nicht im Kopf, und zwar das, was ich hier sage, die Nettoliquidität der US-Notenbank, die hochgefahren wurde. Das, ich glaube, den Chart hat er wahrscheinlich die letzten Wochen und Monate oder 1, 2, 3 Jahre nicht berücksichtigt, ja, oder hat nicht gesehen. Keine Ahnung, er achtet halt die ganze Zeit nur hier drauf, ja, und fragt sich halt, was ist da los? Da muss doch jetzt eine Rezession kommen, ja. Dass die US-Notenbank durch die Hintertür Geld in die Märkte spült, das scheint er nicht so wahrzunehmen. Ja, auch das BTFT, das Bank Term Funding Programm, ja, da spült ja die US-Notenbank weiter Geld rein. Das spricht er hier gar nicht an. Ja. John Greenwood and I thought that you would get it earlier. We thought originally that it would be in 2023. It turns out we were wrong with that forecast. We had just Immerhin gibt er hier zu, dass er 20, dass er falsch gelegen hat mit der Vorhersage, dass 2023 die Rezession kommt. Er geht jetzt davon aus, dass sich das Ganze eben verschiebt, weil er sagt, seine These, und zwar hier die Geldmengenreduzierung, da ist einfach ein Time-Lag, bis sich das in der Inflation widerspiegelt. Ja, und wie gesagt, aus meiner Sicht stimmt das nicht, weil hier die Nettoliquidität nach oben gefahren wird, parallel dazu von der US-Notenbank, und deswegen die Inflation aktuell maßgeblich zurückläuft, weil eben deflationärer Druck in der Pipeline ist, weil sich die Lieferkettenproblematik aufgelöst hat, weil die Energiepreise inzwischen komplett zurückgegangen sind und hier auch die Erzeugerpreise noch weiteren deflationären Druck bringen, weil sie eben im Minusbereich sind. Ja? Okay, schauen wir weiter. because we kept looking at the data and what was happening is that initially we had this explosion in the growth in the money supply. Remember, it was growing at one point at a peak of 27% year over year. That's way higher than Hanke's golden growth rate consistent with the 2% inflation target. That's about 6%. The golden growth is about 6, went up to about 27. We got a lot of inflation and as a result of that, the Fed starts pivoting and tightening and squeezing over. Ja, also das Problem, was er jetzt quasi schildert, ist, dass quasi mit dem Beginn von Covid die US-Notenbank als auch die Fed, und das stimmt ja auch, extrem die Geldmenge erhöht haben, ja, und quasi gegengesteuert haben. Ja, also die Welt ist ja in Lockdown und die Notenbanken haben Geld gedruckt wie verrückt, um quasi die Märkte zu stabilisieren in einer gewissen Weise. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt und das hat sicher auch zum Inflationsanstieg beigetragen. Ich will mal so sagen, meine Einschätzung ist, dass es wahrscheinlich zu einem Drittel beigetragen hat. Was er hier aber vernachlässigt, ist, die 2 Drittel, die zur Inflation beigetragen haben, und das sind vor allem, da die Welt durch Covid in einen Shutdown gegangen ist, die komplette Zerstörung der Lieferketten, die Energiepreise sind in die Höhe geschossen. Und das hat quasi meiner Meinung nach ganz klar den Hauptteil der Inflation, der Inflationswelle ausgelöst. Ja? Und er sagt, nee, nur die Geldmenge, im Prinzip die Geldmengensteuerung hat das ausgelöst. Und weil die US-Notenbank die Geldmenge während Covid so weit aufgeblasen hat, ist sie danach komplett in den anderen Modus und fährt sie dann jetzt eben zurück. Ja? Also, das ist seine Argumentation. Okay, gehen wir weiter. Squeezing, overdoing it, and contracting the money supply like we've never seen since the Great Depression era, 1929, 33. And with a lag, we're going to get the recession. But why did. Ja, also was er jetzt sagt, ja, die Geldmenge ist noch nie so stark zurückgegangen wie 1933, ja, oder ja, vor 100 Jahren quasi, als die große Depression da war. Und ja, hier wird jetzt auch die Recession kommen, ja, hier wird jetzt auch die Rezession kommen und es wird ja auch noch heftig einschlagen. Wie gesagt, ja, ich kann es nur wiederholen, er vernachlässigt die Nettoliquidität, die geht nämlich nach oben. Okay, schauen wir weiter rein. Why did Greenwood and I miss this thing the first time? Why did we think there was going to be a recession earlier rather than later? And the reason for that is that we had this big buildup in excess money. And John and I looked at the typical rate at which those excesses drain out of the system. And
that looked like we'd be on the front end of the lag. And it turns out the drains were going more slowly than typical, and now they've just drained off, and we have subsequently, of course, changed our forecast to put us at the long end of the lag instead of. Also er sagt im Prinzip, naja, das Geld wird eben durch die US-Notenbank hier aus den Märkten gezogen und wir können hier auch nochmal ein bisschen weiter zurückgehen und wir sehen hier im Prinzip, dass seit Ende September 2022 schon wieder Geld in die Märkte geschossen wird von der US-Notenbank. Ja? Also ich glaube, er hat einfach nicht diesen Chart hier von der fetten Netto-Liquidität, ja, und achtet die ganze Zeit nur hier drauf und ist der Meinung, dass die Geldmenge zurückgefahren wird. Ja. Ich denke, dass er das Thema Lieferkettenproblematik, Energiepreise komplett außen vor lässt, so als hätte das, wenn die globalen Lieferketten komplett einbrechen, keinen Effekt auf die Inflation. Ja. Also aus meiner Sicht nicht realistisch. The recession start in 6 months, we're seeing it start in a year and a half or maybe 2 years. But that's the way these lags work. That's why they're tricky. To start predicting exactly what the timing is going to be is difficult to predict. So, und ich sage jetzt mal, diesen Fehler, den er macht, ja, den haben auch viele andere gemacht. Ja. Viele andere haben nämlich die letzten Jahre immer wieder prognostiziert, Anfang 2023 wird die Rezession kommen. Was ist? Sie kam nicht. Dann Mitte 2023 wird die Rezession kommen. Was ist? Sie kam nicht. Ende 2023 wird die Rezession kommen. Sie kam nicht. Ja, manche haben sogar während 2022 schon prognostiziert, dass jetzt die Rezession kommt. Ja, warum? Weil alle immer nur hier drauf geschaut haben. Aber kaum einer schaut auf die Netto-Liquidität. Ja, okay. What's going to happen is not that difficult. Und er begründet das jetzt, naja, weil die Rezession kam noch nicht, weil das sind hier entsprechende Time-Lags, bis das Ganze wirkt und dann kommt die schon. Ja? Also er schiebt es immer weiter raus. So, David, to predict the coming recession, it doesn't take a rocket scientist to look at this. We've had the money supply contracting by 4.5% since March of 2022. That's the biggest contraction since 1933. Ja, also seit März 2022. Hier ist der März 2022. Ja, das stimmt. Hier die Bilanzsumme wurde reduziert. Ja, aber Liquidität wurde trotzdem in die Märkte geschossen. Ja. And then, well, we had a Great Depression. We had three other contractions in the history of the Fed, and those contractions always led to a recession. So we'll see a recession, but the timing of that has you know been pushed out, and the reason it's been pushed out, as I said, this massive excess quantity of money overhanging the system just wasn't draining out as fast as it typically does. So it's not a guarantee that a recession will happen necessarily this year, maybe next year, right? I'm not guaranteeing anything in terms of timing. I'm just guaranteeing that it will happen. And it'll probably happen late this year. It could be early next year, but okay. That looks like where we're going with the timing on this thing. And we're more assured of this because this strong jobs report simply means that the Fed will be later and later to pivot and start loosening up. Also hier sagt jetzt nochmal, wegen dem starken Arbeitsmarkt wird die US-Notenbank sich noch viel mehr Zeit lassen, bis sie die Zinsen senkt. Auch nochmal, die US-Notenbank hat hier nicht das Ziel, abzuwarten, bis der Arbeitsmarkt schwächer wird, sondern ihr Ziel ist, dass die Inflationsrate unter 2% ist, und zwar konsistent, und dann senkt sie. Ja, und wir sind ja schon kurz davor, dass die Inflationsrate in den Zielkorridor kommt, beziehungsweise teilweise schon ist, und die US-Notenbank wird sich jetzt auch nicht mehr viel Zeit lassen, ja, bis sie dann senkt. Ja. Ich gehe von aus, dass dann spätestens im Mai gesenkt wird. Aber gut, wie auch immer. So you have mentioned that most likely would happen this year. So you're pushing it back because of today's jobs report or other indicators? No, we pushed it back a long time ago. We said okay. This year. We said this year it would happen, late this year. That was our change forecast. Now, okay. Now I'm simply saying it looks like, yeah, that's probably going to be more or less the case because the Fed will probably be a little slower to pivot, right, and they might not pivot quite as hard as
many people thought, that the markets thought anyway, 24 hours ago. Sure. If you look at the market today versus where it was yesterday, the market is saying a deferred pivot and one that is not as sharp. That's what they're saying today versus yesterday. And that's all because of the strong jobs report. And the Fed watches this contemporaneous data. They're data driven. So they look at what's going on with the data today. That's why the jobs report today is significant. That's why it moved the markets. Okay, inflation. We have to talk about inflation first before you finish off on some geopolitics. So are you still sticking with your inflation forecast that will average between 2% and 5%? Is that? Well, that was for the last year. It did. It ended at 3.4. The forecast now it's going to go down. That was 2023. Greenwood and Hanke think that by the end of this year, 2024, the inflation will be at the 2% inflation target, or maybe even lower. 2% or lower. So that's why I say the inflation. Da hat er tatsächlich recht, ja. Die Inflationsrate wird noch dieses Jahr unter 2% kommen. Ja. Also das ist definitiv so. Ja. Story in a way is kind of history. And it's history because what's happening to the course of inflation all this year has been predetermined by what was going on with the money supply a year and a half ago. Are you? Ja, und genau das ist das Problem, ja. Er connectet die ganze Zeit nur die Inflation mit der Geldmenge. Und es fehlen hier zwei Aspekte, die Lieferkettenproblematik und die Energiepreise. Why is that the decrease in the money supply hasn't weakened the jobs market considerably yet? Is there no correlation whatsoever? No, these lags are long and highly variable. So I'm not surprised, and I wasn't surprised by the data, simply because the data series. Also, David Lin fragt jetzt, ob er nicht überrascht ist, dass quasi das Zurückfahren der Geldmenge, das hier, nicht den Arbeitsmarkt stark negativ beeinträchtigt hat. Und ich sage euch ja, kann auch gar nicht, weil die Fed durch die Hintertür die Liquidität wieder in die Märkte spült. Ja? Und er sagt, ja, das braucht noch Zeit, bis der Arbeitsmarkt schwächer wird, weil diese Geldmengenreduzierung, die wird noch sich auf den Arbeitsmarkt auswirken. For jobs is highly variable. It zigs and zags all over the place. And the forecasters have trouble putting their finger on the thing month to month, where it's going to be. I mean, the last 2 months, they've been off. They've underestimated. The jobs reports have come in stronger than the consensus forecasters. Let's take a look at what's going on in the Middle East. The U.S., as we're speaking today, has just approved a series of strikes on Iranian targets. Okay. Also, und da seht ihr, ja, im Prinzip, ich denke, wenn du häufiger meinen Kanal schaust, dann weißt du auch, wie hier die Wirkungszusammenhänge sind. Ja? Die Inflation ist nicht ein rein monetäres Phänomen, was über die US-Notenbank oder die EZB beispielsweise getrieben wird, sondern solche Themen wie beispielsweise ein Lockdown der ganzen Welt und damit die Zerstörung der Lieferketten, ja, verursacht natürlich einen Angebotsschock, und ein Angebotsschock führt dazu, dass die Preise nach oben schießen. Genau das Gleiche eben für die Energiepreise. Ja? Vor allem auch mit dem Ukraine-Krieg, aber auch durch Covid sind die ja auch schon hochgegangen. Und durch den Ukraine-Krieg noch stärker. Und so durch die ganzen Sanktionen und so weiter sind die Energiepreise ja völlig durch die Decke geschossen. Und das blendet er komplett aus. Er sagt im Prinzip rein, die Geldmenge ist verantwortlich für die Inflation. Ja, in großen Teilen, aber ich würde es mal so sagen, was die letzte Inflation anging, die letzte Inflationswelle, war die Geldmenge ein Drittel verantwortlich und zwei Drittel eben durch Lieferkettenproblematiken und die Energiepreise. Ja, so viel dazu. Also, das wollte ich dir nur mal zeigen. Also dementsprechend ist es wichtig, wenn du dir Videos online anschaust, die Dinge entsprechend zu hinterfragen. Und du siehst ja jetzt, der Prof hat für letztes Jahr eine Rezession vorausgesagt. Und da die nicht kam, ja, sagt er jetzt für dieses Jahr eine Rezession heraus. Und ich sage dir, auch die wird nicht kommen.
Und da können wir jetzt zuschauen, wer da am Ende recht hat. Ich denke, die Wirkungszusammenhänge, wenn du hier meinen Kanal regelmäßig schaust, die sollten inzwischen klar sein. Sag mir gerne mal, wie dir das Video gefallen hat. Schreib mir es gerne in die Kommentare, ob ich öfters mal so eine Reaktion auf Videos machen soll. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne den Kanal und hinterlasse gerne auch ein Like, damit auch andere die Möglichkeit haben oder bekommen, vor allem durch den Algorithmus das Video zu sehen. In diesem Sinne, das war es von meiner Seite. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.